dieser besonderen Ausgabe von IETV. Heute am 27.01.1965. Wir haben für Sie heute einen ganz besonderen Gast. Vor wenigen Monaten erschien sein neuestes Buch, Soziale Strategie für Entwicklungsländer. Die Rede ist von dem bekannten Soziologen Richard Fritz Behrendt, geboren am 6. Februar 1908 in Gleiwitz. Hier haben wir jetzt nun exklusiv für Sie eine Zusammenfassung seines Werkes. Richard F. Behrendt, Soziale Strategie für Entwicklungsländer. Behrendt begibt sich in seinem Werk Soziale Strategie für Entwicklungsländer auf die Suche nach einer sinnvollen Lösung, um die bestehenden Ungleichheiten zwischen den westlichen, nach Behrendt dynamischen Ländern und den gegenüber statischen Randländern aufzuheben. Die dynamische Lebensweise der westlichen Länder ist nach dem Autor durch eine Suche nach Neuem und eine offene und demokratische Gesellschaft gekennzeichnet, die durch persönliche Leistung geprägt und auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Demgegenüber sieht Behrendt die statische Lebensweise der Tradition verhaftet, in der eine autoritäre und stabile Gesellschaftsordnung das Verhalten in einem routinären Rahmen feststeckt und die wirtschaftliche Einstellung nur auf Bedarfsdeckung ausgerichtet ist. Derzeit leben nach Einschätzung Behrends 85% der Menschheit am Rande der Dynamik. Um ein friedliches und würdevolles Zusammenleben in der Welt zu schaffen, muss der Dynamisierungsprozess, den die westlichen Länder ab der industriellen Revolution durchlaufen haben, auf alle Länder der Welt ausgedehnt werden. Behrendt analysiert das Entwicklungsproblem als dreischichtig. Es gibt die technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ebene. Letztere ist dabei nach dem Autor bisher am meisten außer Acht gelassen worden, obwohl er sie als die wichtigste erachtet. Wirtschaftlicher und technischer Wandel sind nur durchsetzbar, wenn eine Bereitschaft der Annahme des Wandels in der jeweiligen Gesellschaft besteht. Die eigentlichen Primärursachen der wirtschaftlichen Unterentwicklung sind demnach soziokultureller Art. Entwicklung definiert Behrendt so auch als gelenkten dynamischen Kulturwandel. Ein Kulturwandel drückt sich in einem gesellschaftlichen Ordnungswandel aus. Die systematische Förderung kulturellen Wachstums in den unterentwickelten Gesellschaften stellt Behrendt bei seinem Entwurf einer Strategie mit in den Vordergrund. Die gewünschte Akkulturation entsteht durch Diffusion fremder Kulturelemente, wobei das entwickeltere System, das passive, weniger entwickelte System durchdringt und dieses verändert. Ein entwicklungskonformer Kulturwandel ist allerdings erst möglich, wenn viele Menschen zu einem Wandel bereit sind. Sonst kann es zur Ausbildung von Subkulturen in einem Land kommen. Die entwicklungskonforme Ausrichtung des Kulturwandels ist nach Behrendt die Aufgabe der Entwicklungspolitik. Er beschreibt also die Dynamik als Energiequelle von Entwicklung, die durch wirksame Entwicklungspolitik zu einem gelenkten Kulturwandel wird. Wie können aber Menschen zu einer Bereitschaft zum Wandel angeregt werden? Zur Beantwortung dieser Frage bemüht sich Behrendt um einen psychologischen Blickwinkel und analysiert verschiedene bedeutsame psychosoziale Elemente des Entwicklungsprozesses. Die Forderung nach Entwicklung kann in einer Gesellschaft zum Beispiel durch die Möglichkeit zum Vergleich entstehen. Vergleiche fördern die Unzufriedenheit und so den Wunsch nach Veränderung. Solche Mobilisierungsimpulse sind es, die bei gegebenen gesellschaftsstrukturellen Voraussetzungen die Bereitschaft zur Veränderung und die zunehmende Entbindung der bisher traditionell eingebundenen Menschen fördern. Entwicklungsbemühungen müssen also in eine Richtung führen, in der Entwicklungsträger Eigenverantwortung erlernen. Dafür sind neben einem institutionalisierten Bildungssystem als gesellschaftlichen Rahmen für Entwicklung vor allem Kommunikationsfähigkeit und die Ausweitung dieser durch entsprechende Technologie, Verantwortungsbewusstsein und Ordnungsfähigkeit nötig. Entscheidend für jede Entwicklungspolitik ist also ihre Anpassung an die jeweilige Gesellschaftsordnung. Obwohl Behrendt klarstellt, dass das vom Kapitalismus geschaffene System Grundlage jeder entwickelten Gesellschaft ist, empfiehlt er eine soziale Wirtschaftsstrategie, die eventuell weniger produktiv ist, aber dafür mehr Menschen einbindet. Behrendt beleuchtet so in seinem Werk Entwicklung aus verschiedenen disziplinären Blickwinkeln, um eine möglichst umfassende Strategie zu entwerfen. Und jetzt begrüßen Sie ganz herzlich mit mir den Autor des eben vorgestellten Werkes, Herrn Richard Fritz Behrendt. Herr Behrendt, wie wir eben gehört haben, entwerfen Sie in Ihrem gerade erschienenen Werk eine neue Strategie für die Aufhebung globaler Ungleichheiten. In den vergangenen Jahren sind ähnliche Werke geschrieben worden. Was unterscheidet nun Ihre Strategie von den anderen? Ja, meine Strategie
unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass ich einen anderen Schwerpunkt setze bezüglich der Vielschichtigkeit des Entwicklungsproblems. Andere Theorien haben bislang immer die wirtschaftliche Entwicklung und den technischen Fortschritt als wichtigste Bedingung für den Entwicklungsprozess gesehen. Dabei werden sie doch nicht der gesellschaftlichen Ebene bewusst. Auch wirtschaftlicher Fortschritt muss auf Grundlage einer gesellschaftlichen Veränderung geschehen. Mhm. Ja, und dafür sind eben gewisse strukturelle Voraussetzungen notwendig. Strukturen innerhalb der Gesellschaft, wie zum Beispiel ein institutionalisiertes Bildungswesen. Okay. Und wenn Sie davon sprechen, dass man strukturelle Voraussetzungen schaffen muss, wem schreiben Sie dann in erster Linie die Aufgabe der Entwicklung zu? Den dynamischen Staaten. Denn Dynamik ist die Energiequelle für Entwicklung. Und unsere heutige Welt, unsere westliche Welt, hat sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem Maße entwickelt, die sehr von wirtschaftlichen, politischen, technischen Fortschritt geprägt war. Wir haben einen Dynamisierungsprozess durchlaufen. Und diesen Dynamisierungsprozess gilt es nun auszuweiten auf andere Länder. Und für diesen Prozess spielen die westlichen Staaten natürlich, die dynamischen Staaten, eine große Rolle und tragen eine große Verantwortung. Entwicklungspolitik ist ein Stichwort und in der Hinsicht möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Bedingungen in einem Land, in dem zu entwickelten Land, dass diese Bedingungen berücksichtigt werden sollten. Und mit der Perspektive dahingehend, dass die Verantwortung irgendwann an das Land selbst übertragen wird. Sie haben vorhin gesagt, in der Gesellschaft muss bereits eine Bereitschaft zum Wandel da sein, damit wirtschaftliche und technische Veränderung überhaupt möglich ist. Wie entsteht dieser Wandel? Ja, das war vorhin im Beitrag schön zu sehen. Grundlegend ist für einen solchen Wandel, dass die Menschen ein Bedürfnis nach Veränderung haben. Und dieses Bedürfnis nach Veränderung entsteht durch Vergleiche. Ja? Also durch Vergleiche von statischer und dynamischer Gesellschaft. Und das kann man sich vorstellen als konkreten Vergleich oder als abstrakten Vergleich. Nur ein paar Beispiele. Ein konkreter Vergleich wäre zum Beispiel die Einführung neuer technischer Produktionsverfahren, im Vergleich dann als produktiver herausstellen und so zur Übernahme führen. Und ein abstrakter Vergleich wäre sowas wie die Idee der Demokratie. Okay. Leider sind wir nun am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Behrendt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei EETV. Ja.